Willkommen zurück zu Let's Play WWE 13. Wir machen weiter mit den Off-Script-Matches. Chris Jericho gegen den Road Dogg. Ja, noch 5 Matches, davon nur noch ein Tag-Team-Match. Und die Tag-Team-Matches, wie ich ja, glaube ich, in der letzten Folge gesagt habe, bin ich nicht so der Fan von. Auf jeden Fall nicht gegen die CPU. So. Wir müssen den Lion Tamer gegen Road Dogg zeigen und uns mit einem Finisher durch den Tisch disqualifizieren lassen. Dürfte machbar sein. Eigentlich schon. Ja, jetzt sehen wir den richtig lustigen Attitude Jericho, der meiner Meinung nach so richtig bescheuert aussieht. Mit seinen Haaren. Naja. Aber ist ja auch Geschmackssache. Jetzt müssen wir uns nur schnell den Finisher besorgen oder halt einen Signatur-Move. Ich weiß gar nicht, wo als was er den Lion Tamer hat. Der Miserable Dropkick. Der Neckbreaker. Einfach so ein paar Moves hintereinander. Dann klappt das schon. So. Das klappt auch. Das ist eine Powerbomb, ne? Jo. Eine Triple Powerbomb. Und zack, jetzt müssen wir einen Lion Tamer zeigen können. Zack, der Lion Tamer. Komm, du musst rauskommen, damit ich dir hier gleich nochmal ein Finisher gegen durch einen Tisch verpassen kann. So, komm, steh auf. Und zack. Ah, 2 Minuten sind gleich schon komplett um. Zack. Paar Tritte noch an den Schädel. Sauber. So, jetzt müsste noch mal die Triple Powerbomb kommen. Na, oh, Shiri! Boah, regst du mich auf. Sauber. Object Fail. Wie, das ist schon Disqualifikation. Boah, du Arschgeige. Jetzt hätten wir es nämlich aber auf jeden Fall geschafft. Das heißt, wir müssen ihn schon dagegen werfen. Oh, nee. Nervig. Ich möchte hier nicht so lange dran sitzen. Aber okay, dann halt nochmal. Ja, ihr hört meine Begeisterung über diese Matches. Super. Miserable Dropkick. Alter, bleib liegen. Gute Move-Abfolge. Einer nach dem anderen. Oh, no. Oh,
Und schon wieder diese ekelhafte Triple Powerbomb. Dann haben wir gleich tatsächlich ganze knappe 4 Minuten, das mit dem Tisch durchzuziehen. Ich bin ja mal gespannt, ob wir das Ganze auch außerhalb des Rings machen können. Also von wegen Tisch und so, ne? Können wir ja gleich mal eben kurz ausprobieren. Wenn nicht, mache ich es halt noch ein drittes Mal. Ich werde das mal probieren gleich. Lass mich. Lass mich doch. Oh. Alter, bist du noch ganz gescheit? Lass mich. Alter, ja, und der wird dafür nicht disqualifiziert. Merkt er was? Hallo. Dann machen wir es halt hier drinne. Ich brauche auch eigentlich nur den Finisher. So. Dann kommt jetzt noch die Triple Power Bomb. Dann müssen wir ihn rauswerfen. Also den Signaturmove finde ich scheiße. Der dauert viel zu lange. Fuck. Alter, ey, wenn die Zeit gleich abläuft, Junge, ich... Lass den Tisch da stehen. Lass den Tisch. Boah. Dass du mich aufregst. Alter, komm. Während der Kerl jetzt ausgenockt ist. Wieso habe ich das denn... Warum klappt das denn nicht? Ja, super. Wir haben es sowieso verkackt. Warte mal. Lass den Tisch stehen. Sauber, verkackt. Verkackt. Super. Super. Ich habe keinen Bock mehr auf den Quatsch. Ernsthaft. Ernsthaft? Ne, diese Matches ohne Zusammenhang. Ich habe auch so glaube... Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe die Powerbomb auch ganz normal als Finisher. Ah, verdammt.
Naja, probieren wir es halt nochmal. Haben wir halt eine Folge nur dieses ekelhafte Match. Komm. So. Nochmal ein Suplex. Soll das jetzt auch nicht klappen, glaube ich, dann würde ich es ganz sein lassen. Weil ich die Matches bis jetzt einfach nur unnötig finde. So. Allein nur weil ich es kann, stelle ich jetzt schon den Tisch auf. Bleib drinne, bleib drinne. Sauber. Wenn ich den Finisher gleich verliere, irgendwas prompt doch jetzt wieder. Alter. Nee, ich bin gerade echt. Siehst du, und er geht richtig dreist zum Tisch. Wo ist mein... Mein Finisher ist weg. Warum ist der Finisher weg? Warum ist der Finisher weg? Ich habe echt keine Lust mehr. Muss ich jetzt ernsthaft sagen. Ich bin kurz, also, wenn es jetzt nach mir geht, ich würde die Offscript-Stories einfach sein lassen. Weil die so unnötig sind. Wie soll ich denn jetzt nochmal zwei Finisher bekommen? Einen für den Lion Tamer und einen für den Tisch. Boah, ist das... Und wieder, das ist unnötig, so unnötig. Guck mal, wie die Zeit frisst. Wie die Zeit frisst. Na, das kriege ich jetzt noch hin, ist klar. Ne, dann wird er ja aufgeben. Dann hätte ich ja schon wieder das ganze Match verloren. Boah, unnötig. Das ist alles unnötig. Ich habe echt keine Lust mehr. Für euch ist das mit Sicherheit jetzt richtig langweilig. Aber ganz ehrlich, für mich ist es auch nicht besser. Natürlich, konnte er doch noch. Kriegt mal 20 Minuten auf die Fresse. Gut, 20 Minuten ist mir so übertrieben, aber krieg über 4 Minuten auf die Fresse und konter dann noch. Wie dreist man sein kann. So. Komm, mach schneller. Nein! Sauber, verkackt, verkackt. Ich hab keine Lust mehr, ehrlich. Ich hab keinen Bock mehr. Ich hab keine Lust mehr. Boah, alter Falter. Das vierte Mal jetzt?
Das vierte Mal. Es ist mir jetzt gerade auch scheißegal. Ich mache das Match auf jeden Fall in dieser Folge noch fertig. So. Wie viel Pech kann man eigentlich haben? Natürlich! Dann kontert der Sack auch noch. Tritt doch 20 Mal. Boah, natürlich. Das kann doch schon wieder nichts werden. Von der Zeit her. Wie naiv ich war zu glauben, dass ich die Offscript-Matches an einem Tag fertig bekomme. Wie naiv ich doch bin. Natürlich, mach doch mal einen Move, der überhaupt keinen Sinn macht. Jetzt fängt es auch wieder an zu ruckeln. Ist doch super. Macht doch Spaß. Krieg doch mal keinen Signatur-Move. Was ist denn mit ihm? Boah, nee, wie das am Ruckeln ist auf einmal. Jop. An den Rucklern kann ich auch nichts ändern. Das ist das Witzige. Was soll ich machen? Die PlayStation runterstellen? Geht ja auch nicht. Man kann ja nicht mal irgendwelche Details einstellen. Jetzt ist der schon wieder auf den Beinen. Ja, hinter mich mal am Tisch aufstellen. Ja, super. Kollege, ich habe keine Zeit zum Kontern. Boah, Alter. Irgendwann ist auch mal der beste Witz echt kaputt. Und die Kameraeinstellung war auch für den Arsch. Alter, lass den Signaturmove doch endlich kommen. Endlich. Der Tisch steht vorm Kommentatorenpult. Ja, seht euch das doch mal an. Das ist doch nicht... Alter. Boah, du sollst rausgehen. Ist nicht verstanden? Raus. Raus ist nicht drinne. Natürlich. Dann fällt der Tisch um. Dann fällt ernsthaft der Tisch um. Alter, nicht euer Ernst. Komm, ne, leck mich an die Füße. Mach ich heute nicht mehr. Oh nee, ich bedanke mich schon mal hier fürs Zuhören, zu gucken, whatever. Aber ich habe hier jetzt heute erstmal keine Lust mehr. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Let's Play WWE 13. Gucken, ob ich es dann mache oder ob ich es lasse, ich weiß es noch nicht, weil diese Matches sowas von sinnlos sind, keinen Zusammenhang haben.
Wie gesagt, das ist einmal nur noch dieses lustige Match hier. Könnt ihr stoppen, wenn ihr wissen wollt, was man da machen muss. Vielleicht mache ich es beim nächsten Mal noch. Wie gesagt, vielleicht aber auch nicht. Ey. Nein. Boah, seht ihr, selbst der Controller macht schon das Gegenteil von dem, was er soll. Dann haben wir noch das Match. Und das. So. Dann würde ich sagen, danke fürs Zugucken. Wie gerade schon alles gehabt. Tschüss.